Alex. Hast du den USB-Stick? Hab ich. Es ist alles da drauf. Gabes Anruf, ihr geheimer Plan, die Vertuschung. Du musst mit mir aufs Revier kommen. Alex, mach's nicht kompliziert. What? So, hast du dir dein erstes Frühlingsfest nicht vorgestellt, hä? Nicht wirklich. Kaffee? Ein Bier? Naja. Und damit hallo und herzlich willkommen zurück zu Life is Strange True Colors. Ja, Kaffee? Keine Ahnung. Ja. Kaffee wäre super. Danke. Eigentlich haben wir gar keinen da. Tut mir leid. Ja, super. Pike. Warum bin ich hier? Kurz gesagt, Diane klagt dich wegen des Diebstahls ihres USB-Sticks an. Bitte was? Wovon redest du, verdammt? Hast du den Stick gestohlen oder nicht? Hast du ihn dir wenigstens angesehen? Ich kann nicht. Tut mir leid. Du führst doch eine Ermittlung wegen Typhon durch, oder? Alles, wonach du gesucht hast, ist auf dem Stick? Trotz meiner Bemühungen ist die Ermittlung abgeschlossen. Der Befehl ist heute gekommen. Ich habe getan, was ich konnte, aber es gab keine Beweise. Tut mir leid, Alex. Ich habe die Beweise. Direkt hier. Es macht keinen Unterschied. Hör mal, was meinem Bruder passiert ist. War kein Unfall. Es war ein Verbrechen. Die Dateien auf dem Stick beweisen es. Das könnte stimmen. Nehmen wir mal an, dass es so ist. Das Problem ist, du hast Typhon bestohlen. Das hilft uns nicht gerade. Nee, habe ich nicht. Ich habe die Frau bestohlen, aber nicht Typhon. Ich hab dir gerade einen eindeutigen Beweis geliefert. Ist doch egal, woher. Vielleicht nicht. Aber das tut es. Alex, dir ist wohl nicht klar, was das zu bedeuten hat. Doch, sogar sehr. Diane, zeig dich an. Wegen Cyberkriminalität. Das ist kein Kavaliersdelikt, Alex. 5 bis 10 Jahre Gefängnis. Ja, nie im Leben. Was? Willst du mir sagen, dass ich im Gefängnis lande? Für 5 bis 10 Jahre? Aber du hast nochmal Glück gehabt. Ich habe mit ihr geredet. Und obwohl sie wütend auf dich ist, ist sie bereit, es auf sich beruhen zu lassen. Wenn du zustimmst, es gut sein zu lassen, erhebt Typhon keine Anklage. Natürlich. Sie bietet mir diesen Deal nur an, weil sie weiß, dass sie am Arsch ist. Sie ist schuldig, Pike.
selbst wenn du recht haben solltest, ist dein einziger Beweis unzulässig. Du sollst es tun. Einen Scheiß mache ich. Ich unterschreibe nichts. Alex. Nein! Typhon hat was in den Bergen begraben. Etwas so Großes, dass sie Gabes Anruf ignoriert haben und die Explosion auslösten, um es zu vertuschen. Willst du nicht wissen, was es ist? Was meinst du mit es vertuschen? Eine zweite Explosion, unangekündigt, die zur selben Zeit in der alten Förderstätte ausgelöst wurde. Und das alles passierte nur wenige Wochen, bevor die Inspektionen beginnen sollten. Komm schon, Pike. Es ist alles hier. Es macht keinen Unterschied. Oh, wie dumm ist Alex, dieser Kerl. Bitte, komm, unterschreib's einfach. Dann gehen wir beide zurück zur Party. Nein. Alex, das ist kein Angebot. Du hast keine ich Wahl. Ich sagte nein. Nein, ist keine Option. Wovor hast du solche Angst? Schau es dir an. Scheiße. Was könnte in dem Umschlag sein? Alex, bitte. Ich will nicht, dass du verletzt wirst. Dann hilf mir doch, verdammt. Typhoon Mining Sicherheit, Bedrohungseinstufung, Person Chen Alexandra. Feindliche Einstellung gegenüber Typhoon. Bruder Gabriel Chen starb bei einem Unfall, der mit einer Typhoon-Sprengung zu tun hatte. Einstufung, Informationen zeigen, dass die Person entschlossen und effizient ist. Negative Einstellung hält über die vorausgehende Trauerbewältigung hinaus. Verdächtige scheint ebenfalls im Besitz von vertraulichen Daten und Informationen zu sein. Priorität der Bedrohung 1. Sofortiges Einschreiten erforderlich. Ja, dass die so skrupellos sind, ist ja nichts Neues. H und B, Privatdetektiv. Person Alexandra Chen. Art der Ermittlung, Bedrohungseinstufung. Observationsdaten über etwas mehr als 3 Wochen. Ermittlungszusammenfassung. 1.5. begann mit der Beschattung der Person nach dem Treffen mit Mac Ludon. Person traf sich mit einem Mann, der als Ryan Lucan identifiziert wurde. Wenig Bemerkenswertes zu berichten. 13.5. Person verbrachte 3 Stunden in der Wohnung. Wifi Überwachung enthüllte Suche nach Typhons Geschichte und Aufzeichnung zu Gerichtsverfahren. 25.5. Person traf sich mit Klient in der Black Lantern und unterhielten sich. Es scheint, als habe die Person ein Objekt vom Klienten gestohlen. Ach so, hat die das also erst rausgefunden? Typhoon Mining Sicherheit, Bedrohungseinstufung, lalala. Das ist doch wieder das Gleiche. Ach so, Moment. Ach so. Orion. Okay, enger Freund. Gabriel Chen starb bei einem Unfall, der mit einer Typhoon-Sprengung zu tun hatte. Einstufung unterstützt Alexandra Chen in ihren Bemühungen gegen Typhoon. Involviert in einen Unfall und extrem außer sich deswegen. Person kennt sich sehr gut mit der Geografie und den Einwohnern von Haven aus. Priorität der Bedrohung 1. Sofortiges Eingreifen erforderlich. Und das gleiche für Stephanie. Enger Freund, starb bei einem Unfall, Typhoon-Sprengung, unterstützt Elle bei den Bemühungen, hat sich als einfallsreich und gefährlich erwiesen. Priorität der Bedrohung 2. Okay. Ist das eine Drohung? Was hast du denn erwartet? Hä? Dass Typhoon, eine globale Organisation mit Milliarden an Einnahmen, eine Armee aus Anwälten und wer weiß, wie vielen Politikern in der Tasche einfach die Hände hochreißt und sagt, du hast gewonnen. Ich wollte doch nur Gerechtigkeit für Gabe. Ja, naja. Typhoon hat seine eigene Idee von Gerechtigkeit.
Scheiße. Glaub mir, ich will doch auch, dass diese Mistkerle dafür büßen. Ich habe auf die harte Tour gelernt, dass es nicht möglich ist. Sie sind zu groß, zu vernetzt, zu skrupellos. Hass mich, wenn du willst. Nenn mich einen Feigling. Aber ich will dich nicht auch noch verlieren müssen wie Gabe. Pike hat richtig Angst vor Teufeln. Aber wenn ich ihm seine Angst nehmen kann. Aber es geht nicht nur um mich. Steph und Ryan sind auch in Gefahr. Bitte keine Entscheidung. Fuck. Ich will Typhon komplett ruinieren. Aber soll ich dafür echt ihre Leben in Gefahr bringen und auch meins? Ah, ich hasse solche Entscheidungen. Och, Leute. Natürlich wollen wir nicht unterschreiben. Ich will, dass er keine Angst mehr vor denen hat, aber ich vermute, dass er dann wahrscheinlich dran sein wird. Ich meine, wir können das natürlich auch unterschreiben und trotzdem weitermachen. Aber ich weiß nicht, ob dann das Spiel zu Ende ist. Das ist halt das Problem. Ich persönlich würde nicht unterschreiben. Ah! Ich hasse wirklich solche Entscheidungen. Ich weiß es nicht. Ich hoffe, dass das jetzt nicht so extreme Auswirkungen hat. Oh Gott. Willst du dein Leben deswegen riskieren? Hey, Mac, Alex, wer ist als nächstes dran? Scheiße, Scheiße, Scheiße. Zieh einfach den Kopf rein, Idiot. Du bist bloß ein Bauer. Typhon ist ein großes Tier. Typhon verliert nicht. Typhon lässt Leute verschwinden. Sollen die doch sterben, nicht ich. Ich weiß, du hast Angst. Ich auch. Ich weiß, du glaubst, Typhon ist zu groß, zu unbesiegbar. Es stimmt nicht. Ich mach sie fertig. Ich brauche nur deine Hilfe. Wenn nicht für mich, dann für Gabe. Bitte. Fuck. Ich denk darüber nach. Danke. Komm jetzt, hau ab. Wirklich? Alex. Pass bitte auf. Alex, komm vorbei, wenn du Zeit hast. Jet, es gibt immer eine Entkorkungsgebühr. Hä? Diese Fotos. Wie lange beobachten sie uns schon? Und was passiert, wenn... Huh.
Ahnung, was ich als nächstes tun soll. Vielleicht hilft es, wenn ich mit Jed rede. Zuerst muss ich diese Klamotten loswerden. Warum? Ich meine, gut, Röckchen steht ihr jetzt nicht so wirklich. Vor allen Dingen diese komische Kombination mit den Schuhen, aber gut, wir ziehen uns um. Ich könnte aber auch jetzt mit Jed reden. Ja, wieso? Du hast dich doch jetzt umgezogen. Hä? Das muss Ryan sein. Der Abend war vielleicht nicht nur scheiße. Ja. Das stimmt. Ich mache mir nur ehrlich gesagt ein bisschen Sorgen, ob... Ja, dieses positive Gefühl bleibt. Ich fühle mich schon besser. Ich denke, ich kann den Bossman jetzt treffen. Riley wird mir bestimmt nicht helfen können, Typhon zu hacken. Nee, das stimmt. Können uns mal einen Moment hinsetzen. Ich denke ja immer, ich verpasse sonst irgendetwas. Ich hatte echt keine Ahnung, worauf ich mich hier einlasse, oder? Doch, ich schon. Vergrabene Geheimnisse, böse Minengesellschaften, Todesdrohungen. Das ist Standard. Bei solchen Firmen. Mir war nicht klar, wie furchtbar es alles sein würde. Ich habe meine Freunde in Lebensgefahr gebracht. Wofür? War es alles umsonst? Ja. Für heute war es das mit dem Spielen, glaube ich. Bin ich jetzt echt mal gespannt, wie das Ganze weitergehen wird. Also sie kann nicht mehr nach oben. Hey, Jed. Da ist sie ja. Setz dich. Etwas sagt mir, dass dein Frühlingsfest aufregender war, als du es dir erhofft hattest. Du sahst, wie Pike mich verhaftet hat. Aber wie es aussieht, hat er dich gehen lassen. Dann ist da noch die Sache mit Ryan und Steph heute. Ich war mir nicht sicher, warum es euch drei brauchte, um Dianes Bestellung aufzunehmen. Ich weiß, du bist es gewohnt, dich um dich selbst zu kümmern. Gebe war auch so. Aber Haven ist eine Gemeinschaft. Wir helfen einander. Ich will dir helfen. Aber erst musst du mir sagen, was vor sich geht. Scheiß drauf. Was habe ich zu verlieren? Ja, alles. Wir fangen mal mit dem Knaller an. Typhon hat Gabe getötet. Ich habe Beweise. Was für Beweise? Ich habe sie von Diane gestohlen. E-Mails und Dokumente, die beweisen, dass es zeitgleich eine zweite Explosion gab. Um was zu vertuschen, Jed? Ein Geheimnis, das sie begraben haben. Ich weiß nicht, was es ist oder was ich als nächstes tun soll. Aber ich gebe nicht auf. Nie im Leben.
Ich weiß, was sie verbergen. Ja, was? Bitte, Jet. Was steckt dahinter? Wovor haben Sie Angst? Typhon ist der Teufel, der diese Stadt im Griff hat. Ich muss schon zu lange mit ihren Geheimnissen leben. Ich weiß, was sie in den Bergen vergraben haben. Sag's mir. Weißt du was? Ich zeig's dir. Da, weiter oben. Wo sind wir? Mitten im Nirgendwo. 2 Kilometer in die Richtung habt ihr nach Ethan gesucht. Und dort, 5 Kilometer entfernt, liegt die Stadt. Was ist das hier? Ein Belüftungsschacht. Die gibt's hier überall. Minen wachsen in andere hinein und bilden so ein Labyrinth. Das, wonach du suchst, ist da unten. Jet? Warum bist du traurig? Tut mir leid, Kleines. Ich hab's ja geahnt. Okay. Nimm die Waffe runter. Ich habe versucht, es dir auszureden, dir Angst zu machen. Ich war mir sicher, dass die Fotos von Steph und Ryan dafür sorgen würden. Aber du hast nicht nachgegeben. Du konntest es einfach nicht lassen. Tu das nicht. Das muss ich. Vor 12 Jahren machte ich einen Fehler. Und diesen Fehler kann man nicht rückgängig machen. Doch Typhon bot mir einen Deal an. Einen Weg, meine Stadt zu retten und meinem Sohn ein normales Leben zu bieten. Ich wollte nie, dass Gabe verletzt wird. Fick dich doch. Okay, damit ist dann das Kapitel wohl schon zu Ende? Oder ist jetzt, ja doch, nächstes Kapitel? Also es geht anscheinend noch weiter. Ich bin jetzt hier gerade etwas geschockt. Ich meine, als er gesagt hat, ich zeig dir das, habe ich zuerst noch gedacht, na, könnte auch eine Falle sein, als er dann da oben gestanden hat und diesen Spruch gebracht hat, das, was du suchst, ist dort unten. Dachte ich schon, jetzt kommt irgendwas Böses. Ja. Also, wir schauen uns mal eben die Statistik an. 71% haben Pike die Angst genommen. Ich war also doch nicht ganz so alleine. Die meisten, nämlich 67%, haben Steph die Rose gegeben. 5% haben sogar gar keinen die Rose gegeben. Aber ich freue mich, dass immerhin noch 28% das mal ausprobieren wollten und mal in ein Life is Strange-Spiel einem Kerl die Rose geben wollen. Also im übertragenen Sinne. Ihr wisst, was ich meine. 70% haben sich ans Lagerfeuer gesetzt und
72 haben sich nicht auf die Couch gesetzt, okay. Naja gut, das ist auch etwas, was man leicht übersehen konnte. Ich habe es aber mal gemacht, weil ich mittlerweile so das Gefühl habe, man sollte alles mal gemacht haben, weil es kann alles in der Statistik vorkommen. Und das tat es ja jetzt auch. So, dann, oh je, das ist ziemlich ausgeglichen. Steph und Alex haben sich nicht auf dem Dach getroffen. Das waren 28%. Oh, da gab es aber viele Varianten. Also sie hätten auch nach planen können, nach Berlin zu ziehen oder nach Salem zu ziehen oder ans Meer zu ziehen. Oje, oje. Sie haben sich nicht auf dem Dach getroffen. Das war nur bei 29% der Fall. Ich hoffe, ihr versteht mich noch, weil meine Nase ist gerade total zu. Ja, gut. Die meisten haben sich ja für Steph entschieden. Dementsprechend 68% haben sie dann auch geküsst auf dem Dach. Ja, auch auf dem Dach dann. 19% nur haben darüber nachgedacht, wie sie in der Black Lantern arbeitet. Okay, warum so wenig? Ach so, ja klar, weil die meisten Leute ihn nicht auf dem Dach getroffen haben. Naja gut, dann ist wahrscheinlich auch die Story oben anders. 27% haben ihn geküsst, 1% hat ihn umarmt. Warum umarmt? Und 72% haben ihn natürlich nicht auf dem Dach getroffen, weil sie dann Steph getroffen haben. Charlotte fühlte sich merkwürdig gleichgültig auf dem Fest. Naja gut, das hat damit zu tun, dass nicht alle ihr die Gefühle weggenommen... was heißt Gefühle? Eigentlich war es ja nur die Wut, die wir weggenommen haben. Das war ja das, ja, irgendwie ein bisschen komische daran. 46% haben Riley... Ach so, stimmt. Nicht gefunden. So wie ich. Ach, Mist. Sie hatte ja... Also die Mutter hatte ja auch noch gesagt, wir sollen mit Riley sprechen. Das habe ich total, ja, übersehen. Keine Ahnung. Also ich habe gedacht, okay, als nächstes, ne, weil sie ja gesagt hatte, musst du dann reingehen, zum Dach gehen, und ich habe total vergessen, dass wir noch mit ihr sprechen wollten. Oje. 82% haben ihre Kraft nicht auf Ducky angewendet. Hat nach dem Tanz mit Alex am Fest teilgenommen? Ich habe den überhaupt gar nicht gesehen. Jetzt wird es ein bisschen, ja. 77% haben dem Gilet-Bodenzähler geholfen. Und 52% haben nicht mit dem Diner-Verkäufer geredet. Okay, dann habe ich auch gar nicht gesehen, ehrlich gesagt. Und 54% haben... Alex hat ihnen nicht geholfen, ihre Gefühle zuzugeben. Oh Gott. Ach so, diese zwei Freunde. Oh je, oh je. Also ich hätte doch ein bisschen mehr in der Stadt rumlaufen sollen. Ich merke das schon. Ja, im Nachhinein tut mir das jetzt echt leid, aber ich bin trotzdem nichtsdestotrotz immer noch sehr geschockt, gerade von dem Ende, was wir jetzt heute erlebt haben. Und ich denke, dass das wahrscheinlich länger gedauert hätte. Oder vielleicht auch nicht, ich weiß es nicht, wenn wir unterschrieben hätten. Aber das wäre dann wiederum wieder nicht, ja, nicht ich gewesen sozusagen, und ich bringe mich ja selber mit ein. Ja, bevor ihr mich gleich gar nicht mehr versteht, weil ich dringend mal meine Nase irgendwie wieder was freier kriegen muss, würde ich sagen, hören wir hier erstmal auf bei dieser Folge, und ich hoffe, in der nächsten Folge versteht ihr mich wieder besser, und ich hoffe, ja, dass es dann, ich glaube, im finalen Kapitel, ich meine, das Ganze hat 5 Kapitel, denke ich, wird es jetzt richtig rund gehen, und ich bin echt gespannt, wie es weitergeht. Bis zur nächsten Folge. Ciao.